So, in unserer heutigen Folge, tun wir uns nicht papieren, zeige ich, wie man so eine Schachtel faltet. Also ich nehme ein quadratisches Papier und falte mal über die Diagonale ins andere Eck. Streiche diese Kante scharf und mache das Ganze wieder auf. Und das mache ich jetzt mit der anderen Diagonale auch. Schau, dass ich genau die Ecken erwische. Scharf niederquetschen, dann mache ich das wieder auf. So, jetzt habe ich es über die Diagonalen gemacht, aber ich muss das jetzt mit den beiden Eckpunkten auch so machen, dass ich die zu den anderen Eckpunkten falte. Scharf niederquetschen, wieder auffalten, dann drehen wir das Ganze um 90 Grad und mache das auch mit den anderen beiden Eckpunkten. Im Idealfall, wenn ich das jetzt gut gemacht habe, dann treffen sich da alle diese Faltungen in einem Punkt. Super, dann habe ich kein Problem mehr. So, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt schnappe ich mir einfach jede von den Ecken und falte sie in die Mitte. Einmal. Zweimal. Dreimal, viermal, wunderbar. Dann das nächste, was ich jetzt mache, müssen wir jetzt genau aufpassen, gell? Jetzt nehme ich die zwei Eckpunkte und falte sie genau in die Hälfte da rein. Also, so. Genau bis zur Mitte. Aber ich mache sie wieder auf. Drehe es um 90 Grad und mache das gleich jetzt noch einmal. Bis zur Mitte. Und wieder auf. Ein drittes Mal. Zur Mitte. Und wieder auf. Und ein letztes Mal zur Mitte. Und wieder auf. So. Jetzt liegt es da so schön vor mir. Und weil es schon so hoch steht, mache ich das ganz einfach auf. Und das diagonal gegenüberliegende mache ich auch auf. Alles klar? Papieren heißt übrigens jemanden verarschen. Der nächste Schritt ist jetzt, man faltet das, diese kurze Seite da zur Mitte hinein. Das geht fast von selber, weil es da schon mal gefaltet worden ist. Und das mache ich auch bei der anderen Seite. So, jetzt habe ich die da drinnen. Das kündigt sich schon an, dass das jetzt eine tolle Schachtel wird. So, da geht es jetzt weiter. Jetzt haben wir das da zur Mitte gefalten. Jetzt mache ich das also auf. Und dann noch einmal auf. Und die hinteren Teile da, ich meine, das geht jetzt eh schon wieder fast von der Land. Wenn ich da mit dem Finger da so reindrücke, siehst du das? Ha, schon steht das da. Und dann falte ich das einmal da oben drüber. Und schon habe ich da den Boden. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal auf der anderen Seite. Ich nehme mir das. Da, genau wo diese Kanten da sind, da fahre ich mit dem Finger so hin. Dann stellt sich das da schon so auf. Ich kann da drüber fahren. Und wo bleibt die Fanfare? Das Schachtel ist fertig. Also papieren heißt laut Duden jemand absichtlich in die Irre führen. Viel Spaß!